Hey zusammen, Tobi hier. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, ja, was mich eigentlich jetzt schon die ganzen 4-5 Tage, die ich jetzt in Schweden bin, begleitet. Und zwar ist es das Thema Sicherheit in Schweden, Sicherheit beim Freistehen. Ja, ich habe dazu einiges zu erzählen und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. So, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll zu erzählen. Am besten am ersten Tag, wo wir freistanden. Wir sind in Jöhstedt angekommen und wollten halt einfach weg, ne? Also ab Richtung Norden, um so ein bisschen dem ganzen Menschentrubel, sage ich jetzt auch mal, zu entfliehen. Genau, und da hatten wir uns den ersten Stellplatz rausgesucht. Das war ein Park-for-Night-Stellplatz tatsächlich. Und ja, das war so eine Art, wie sage ich jetzt mal, es war eine sehr wenig befahrene Straße, aber schon eine große Straße. Da ging es so einen Parkplatz oder eine ganz kleine Straße, 50 Meter, ich blende euch hier mal Videobilder ein, da seht ihr das, ging es so ein bisschen rein. Und genau, und dort hatten wir unseren ersten Stellplatz aufgeschlagen, unseren ersten Overnighter, wie man heute so schön sagt. Ja, wir also so ein bisschen Markise ausgefahren, Scotty draußen hingestellt, bisschen gegrillt, war alles ganz cool. Ja, und dann kommt eine Art Pickup wird das gewesen sein, kommt vorbei, aber wie? Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Die sind reingekommen, erstmal extrem auf die Eisen gegangen, sodass sie halt erstmal ein paar Meter gerutscht sind. Dann immer wieder Gasbremse, 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 Gasbremse. Warum auch immer. Also immer wieder so angefahren. Währenddessen saßen dort, ich weiß nicht, 3-4 Leute in dem Auto drin, die geschrien haben aus voller Kehle. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir haben es auch nicht verstanden. Genau, dann sind die auch so ein bisschen auf uns zu. Auch wieder Vollbremsung. Also wir waren schon so kurz vorweg springen, weil wir dachten, die fahren uns gleich in unser Wohnmobil rein. Auf jeden Fall hatten die das dann nicht gemacht, sind dann umgedreht und irgendeiner hinten aus dem Fenster hat uns dann noch zugewunken. Ja, da waren wir natürlich ziemlich verunsichert, denn wir haben kurz vorher oder auch, die Zeit vorher in diversen Facebook-Gruppen gelesen, dass die Kriminalität gerade in Schweden extrem zugenommen hat. Deshalb haben wir uns gedacht, blöd jetzt, wenn wir jetzt uns gerade so einen Stellplatz rausgesucht haben, der, weiß ich nicht, vielleicht auch gerade gespottet wurde. Ne? Manchmal kommen ja auch Leute, die eben sagen, wir sind besonders auffällig, dann machen sich die Leute keine Gedanken und wenn wir jetzt nachts kommen und brechen ins Wohnmobil ein, ist es ein größerer Überraschungseffekt. Man weiß es ja nicht, was da für Leute dahinter stecken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir uns da ganz schöne Gedanken gemacht darüber. Und letztendlich, wir sind auf dem Stellplatz stehen geblieben, haben die Türgriffe, also versucht, ne, so alle 3 Türgriffe, die wir hier haben, mit Paracord zu verzurren, aber eben auch mit einem Knoten, den man mit einem Rutsch wieder lösen kann, falls man doch mal schnell nachts flüchten muss, sage ich jetzt mal. Ja, Ende vom Lied. Wir hatten eine wahnsinnig unruhige Nacht, aber Gott sei Dank ist es weitestgehend ruhig geblieben. Also wir haben keinen Überraschungsbesuch in der Nacht bekommen. So, dann sind wir weitergefahren Richtung Norden. Wir waren in der Nähe von Jönköping oder so ähnlich. Jönköping, glaube ich, heißt der Ort. Bisschen rechter Hand. Nicht direkt auf einem Park-for-Night-Stellplatz, aber wir haben den Stellplatz durch einen Park-for-Night-Eintrag gefunden. Na, also wir sind dann einfach noch ein paar Meter weiter gefahren. Dort standen wir jetzt 2 Tage. Und das war mega idyllisch, ne? Also da konnte man überhaupt nicht meckern. Wir haben keinen einzigen Besucher dort gehabt, außer vielleicht ein paar Tiere. Also das war mega entspannt, absolut chillig, richtig cool. Jo, jetzt wollten wir natürlich weiter Richtung Norden. Also sind wir heute wieder losgefahren, relativ zeitig, um noch ein paar Kilometer zu schrubben. Heute war auch dann die ganze Aktion. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Video schneide, ob ihr das schon gesehen habt. Eine ganze Aktion mit Wasser entleeren und reinigen und so weiter und so fort. Genau, das ist dieser Tag. Und ja, wir haben dann bis 17 Uhr, 17:30 Uhr so mit diesen ganzen Wasserspielchen zu tun gehabt, nochmal duschen gewesen auf dem einen Campingplatz. Ja, und haben uns gedacht, okay, hier sind 3 oder 4 Park-for-Night-Stellplätze, die nehmen wir jetzt. Und ja, wir haben halt keine Zeit mehr gehabt, so um uns noch großartig was Neues zu suchen. So, haben wir jetzt auch gemacht, alles cool, wir stehen jetzt hier auf diesem Stellplatz und
partout, heute kommt wieder so eine Art Pickup vorbei, diesmal nicht so auffällig, aber wie so ein Ami-Pickup müsst ihr euch das vorstellen, also mit großer LED-Bar oben dran, hinten dran, komplett rot geleuchtet und was weiß ich, ne? So ein richtig typischer Ami-Pickup, kam hier reingefahren, auch, es geht auch wieder so 50, 100 Meter in den Wald rein, Richtung Wasser, ja, hat sich einmal umgeguckt, rückwärts gefahren und wieder rausgefahren. So, wo man jetzt natürlich nach unserer ersten Erfahrung denken wir jetzt wieder, könnte natürlich wieder so eine Art Spotter gewesen sein, der versucht herauszufinden, wer hier steht, wo man nachts einbrechen kann. Übrigens, wer sich wundert und sagt, naja, nachts einbrechen macht ja keinen Sinn, weil die Leute liegen ja drin. Ganz ehrlich, das ist den Leuten scheißegal. Ihr müsst euch mal da in diversen Facebook-Gruppen oder auch Foren belesen. Die brechen tatsächlich nachts ein und es gibt auch sehr viele... Ich krieg heute noch eine Macke. Was war das? Keine Ahnung, aber ich hab's auch gehört. Wir wurden jetzt gerade unterbrochen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Von einem Geräusch? Von einem Geräusch. Das Wohnmobil hat gewackelt. Wie als hat von jemand sich... Ihr könnt jetzt wahrscheinlich gar nichts sehen. Naja. Als hat sich gerade von jemand am Wohnmobil zu schaffen gemacht. Ne? Also hat so kurz geruckt, sag ich jetzt mal. Ich krieg eine Macke hier, ey. Okay, ich guck raus. Ha? Ich guck mal raus. Ha. Leute, das ist übrigens nicht gespielt. Ne? Also ganz ehrlich, ich scheiß mir langsam ein hier. Mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ich kann mich wahrscheinlich nicht. Warte mal, bleib mal da mit der Lampe. Ich mach's Fenster hoch. Wenn's denn will. Ich scheiß mir echt ein, ne? Das war bestimmt nur der Gas oder so. Was war Gas? Gas oder, keine Ahnung, im Kühlschrank, der angesprungen ist, oder? Gefühlt hat sie hinter mir geruckt. Es kommt doch niemand, während wir drin und wach sind, ans Auto. Macht keinen Sinn. Puh. Ich krieg Macke hier. Ha. Na gut. So, ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß nicht, was das gerade war. Entweder standen wir auf einem Stein und der ist jetzt gerade vor uns weggerollt, also unterm Reifen weggerollt. Und darum hat es einen kurzen Ruck gegeben. Ich habe keine Ahnung. Ey, du ich kriegst eine Macke. Gemerkt. Du hast es auch gemerkt, ja, ne? Ja. Ey, unglaublich. So, ich wollte eigentlich erzählen. Genau, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Dieser Pickup kam auf jeden Fall auch hier vorbei. Und hat gefühlt so ein bisschen, wie gesagt, die Gegend ausgekundschaftet. Und wir hatten direkt wieder unser Flashback zum ersten Tag. Gut, am ersten Tag, wie gesagt, ist nichts passiert. Ich weiß nicht, ob wir uns da zu sehr einkacken, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt aber das große Aber, warum wir uns auch einkacken. Wir haben das Wohnmobil von Vogtland Mobile gemietet. Das ist ein Wohnmobilvermieter und Verkäufer. Ne? Also die vermieten ein halbes Jahr Wohnmobile, danach werden die gebraucht verkauft. Und ich weiß nicht, wie groß deren Flotte ist. Also die sind schon relativ groß. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum reinwerfen, so 20, 30 Wohnmobile, die sie in der Vermietung haben. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich es rausfinde, blende ich es euch hier unten einmal ein. So, jedenfalls haben wir auf dem Weg hierher sehr nette Leute kennengelernt. Viele Grüße an euch beide übrigens, die ebenfalls bei Vogtland Mobil gemietet haben. Wir haben uns zufälligerweise auf der Fähre kennengelernt. Genau, und die haben vorhin gerade vor einer Stunde, anderthalb Stunde, haben die angerufen und gesagt, ja, übrigens, wir waren heute in Göteborg, die waren shoppen. In Stockholm. Ja. Genau, die waren in Stockholm, waren den ganzen Tag shoppen und
Ich habe gerade schon wieder Pause gemacht, weil ich schon wieder irgendein Geräusch gehört habe. Ich kriege einen Anfall. So, wo war ich stehen geblieben? Wie gesagt, wir haben da nette Leute kennengelernt. Die haben ein relativ ähnliches Fahrzeug wie wir. Die haben, glaube ich, einen Pössl, wenn ich mich richtig erinnere, mit 6,40 Meter. Wir haben ja nur 6 Meter hier. Egal, spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall, die waren heute in Stockholm shoppen und haben das Fahrzeug irgendwo Mittag abgestellt oder Vormittag, sag ich mal, auf einem wirklich zentralen Parkplatz mitten in Stockholm. Weil sie eben auch von diversen Einbrüchen und so weiter gehört haben und mit Absicht da sich den etwas populäreren Parkplatz rausgesucht haben. So, ja, die haben uns heute angerufen. Übrigens, uns wurde unser Wohnmobil wurde eingebrochen. Und das gegen irgendwas mit 14 Uhr auf einem Parkplatz in Stockholm. Also total krass. Was ich bis jetzt gelesen habe, auch in diversen Facebook-Gruppen, dass die über die Vordertüren einsteigen, weil man dort einfach nur mit einem, wohl irgendwie mit einem Schraubenzieher zum Beispiel, einfach unter den Griff da einmal so dagegen schlagen muss. Und dann würde wohl irgendwie die Verriegelung aufgehen von den Türen. Deshalb kommen die relativ leicht ins Wohnmobil rein. Bei denen nicht. Die sind tatsächlich über die Seitenscheibe eingestiegen. Also diese einfachen Plastefenster, die hier im Wohnmobil drin sind. Ich weiß gar nicht, na, hier seht ihr es jetzt nicht. Hier von mir links an der Seite. Das sind halt so wirklich ganz, das sind so ganz einfache Plastefenster. Ne? Also einfach wirklich nur mit so kleinen Plastischarnieren hier unten. Die seht ihr jetzt wahrscheinlich schlecht. Ja, und da haben sie wohl so ein Scharnier einfach aufgeklickst und die restliche Scheibe aus den Angeln gehoben. Ja, und sind da eingestiegen und haben das ganze Wohnmobil innerhalb von Sekunden leergeräumt. Wahnsinn. Also richtig krass. So, wie gesagt, die haben uns heute angerufen. Das ist aber noch gar nicht das Stärkste an der ganzen Geschichte. Wo wir vorhin so telefoniert haben, sagen die, ja, wir haben bei Vogtland Mobil angerufen, haben den Einbruch logischerweise gemeldet, weil es ja ein gemietetes Fahrzeug. Da sagen die uns, ja, übrigens, wir haben noch ein zweites Fahrzeug, was aktuell in Schweden unterwegs ist. Da wurde heute auch eingebrochen. Also an einem Tag. Zwei Wohnmobile in einem riesengroßen Land. Ich weiß nicht, wo das andere Wohnmobil stand, ob die auch in Stockholm waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Vermieter aus Sachsen, wo gleichzeitig am gleichen Tag zwei Wohnmobile in Schweden eingebrochen wurde. In so ein Wohnmobil, wie wir hier fahren. Ey, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich mache mir da einfach meine Gedanken. Klar, logisch, wir sind irgendwo in, ja, ne, mittlerweile nicht, ja, ich sag jetzt mal ganz unten von Zentralschweden, also vielleicht noch so Südschweden ganz oben, wie man es bezeichnen möchte. Ja, ist noch relativ touristisch, okay, sehe ich ein, aber trotzdem, es ist so krass, auch jetzt, wir stehen irgendwo in der Pampa an dem See. Gott sei Dank stehen hier ein Stück weit unten noch zwei andere Fahrzeuge bzw. Pärchen. Also wir stehen nicht ganz alleine heute, aber schon ein Stück weit weg, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das Video abschließen soll, weil bis jetzt, wenn noch was passiert, schneide ich es noch hinten ran. Aber ja, dieses Schweden und dieses Freistehen, das klingt zwar immer alles ganz toll und blumig und super schön, aber wenn man solche Sachen erlebt, vielleicht übertreibe ich auch, ich weiß es nicht. Ne? Also ihr könnt es ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Aber ich bin jetzt hier 4 oder 5 Tage von Dienstag bis Freitag, genau, und habe jetzt schon so viele Stories gesehen und erlebt, wo ich tatsächlich auch ein Stück weit Angst habe einfach. Vielleicht auch berechtigterweise, könnt ihr ja mal selbst entscheiden. Ja, und ich finde es ehrlich gesagt nicht normal. So, und das sind halt auch so ein bisschen diese Schattenseiten von Schweden, die ich da mal ein bisschen mit beleuchten möchte. Wie gesagt, uns ist nichts passiert, Gott sei Dank, toi toi toi, dreimal auf Holz. Aber ich will es einfach mal mit erwähnt haben. Na, vielleicht finden sich ja auch noch ein paar Leute, die ähnliche Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Schaut dort einfach mal rein. Ich bin da sehr gespannt drauf und ja, würde das Video jetzt hier an der Stelle mal abschließen. Es war jetzt einfach mal so ein Labervideo über meine Erfahrungen bisher. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja auch die App Park4Night genutzt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Dieb wäre, die sind ja auch nicht blöd, ich würde mir auch die App runterladen und würde einfach mir die Park4Night App holen, würde reingucken, wo sind hier geile Stellplätze und würde die vielleicht abends sogar abfahren. Weiß nicht, ob das vielleicht zu weit hergeholt ist, aber ja, liegt ja irgendwo auf der Hand, sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken.
meine Konsequenz aus der ganzen Geschichte wird auf jeden Fall sein, dass ich jetzt weiterhin oder nee, eigentlich nicht weiterhin, sondern wirklich Park-for-Night-Parkplätze weitestgehend vermeiden werde. Einfach genau aus dem Grund, erstens, dass die höchstwahrscheinlich selbst die App haben. Kann übrigens auch genauso in Deutschland passieren, ne? Sollte man sich auch mal vor Augen halten. Genau, und zweitens, um halt auch irgendwo wirklich alleine zu sein und vielleicht auch an Punkten, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass jemand vorbeikommt. Wie gesagt, wir hatten einen Platz, der nicht in der Park4Night-App war und wir haben in zwei Tagen keinen einzigen Besuch bekommen. Ja, das ist vielleicht auch so dieses Schweden, dieses schöne Schweden, vielleicht auch dieses sichere Schweden, ne? Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mal fleißig mitdiskutiert, erzählt mir mal eure Meinung darüber und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch weitere Schweden-Videos sehen wollen, beziehungsweise Videos über coole Gadgets, über Powerstation, über Preppen, also Krisenvorsorge etc., dann würde ich euch empfehlen, abonniert doch am besten jetzt den Kanal und aktiviert vielleicht auch noch die Glocke dazu, um keine Videos von mir zu verpassen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.